So, Runde 2 im Schicksal aller Narren. Keine Zeit für Erklärungen-Test. Das war eben absoluter Käse. Ich musste mir das mal einspielen. Und jetzt kommen wir wieder und haben noch mal ein bisschen am Solarhammer rumgefeilt, dass wir vielleicht noch mehr als einen Kill in einem Spiel machen. Mit diesem Mega-OP-Teil. Außerdem wechsle ich jetzt mal meinen Shader, weil ich mag den nicht. Ich habe noch den Eisenbahner-Shader drin. Das ist natürlich Blödsinn. So. Also, jetzt geht's richtig ab. Kriege ich noch Punkte hier? Nein. Ob. Zwei ist es. Ja, nice. Er portet sich hier durch die Map, okay. Was geht da mit dem ab? Ich weiß nicht, ich werde mit der Waffe nicht so richtig warm. Ich treffe einfach nicht. Ich schieße ein ganzes Magazin auf eine, da oben steht, und ich komme einfach nicht auf den Kopf drauf. Guck mal hier, das ist ja furchtbar. Ich schieße irgendwie links, rechts, Mitte und dann schießt sie links, rechts wieder. Dann merkwürdig. Hier ist das falsche Visier drin. Ich treffe einfach von 15 Schüssen, kommen vielleicht zwei an. Ja, jetzt mal. Und schon wieder treffe ich ihn nicht. Löwens Gnade holt mich halt raus. Ja, warte mal, jetzt wechseln wir das Visier, das ist ja nicht normal. Ist schon alles auf Stabilität dann eigentlich drin. Ja, kill den mal wieder. Nee, gerade besser gewesen, er trifft auch nicht. Ha! Ah, ha! Ach Gott, ja. Er verliert halt mit 1% Energie. Nachdem ich ihm 3 Bürsten mit dem Ding gebe. Hier unten rum. Ah, ich gehe falsche Richtung. Ach, ich kenne die Map auch nicht auswendig. Nein. Auch mit der Spezialwaffe only spielen. Shotgun-Spieler. Kommt der unten oder oben? Nova-Bombe. Haben wir von sowieso OP. Eine Nova-Bombe ist tot. Gerade noch mitgenommen, weil die Nova-Bombe erst später kam. Ist sowieso wieder tot gewesen. Man kann ja die Hammer von Soul Titans kann man auch nicht ausschalten. Geht nicht. Gibt's keine Möglichkeit, die zu töten. Ist quasi impossible. Wie viel war's? Zwei? Ich glaube zwei. Zone A neutralisiert. Das zeigt sich hier auch keiner. Die können sich zu gut verstecken auf der Map mit ihren ganzen Shotgun-Oni-Gedöns. Lassen sich in der Ecke und jetzt warten sie, bis du vorgehst. Das kannst du nichts machen. Der killt dich halt instant, wenn du jetzt da reingehst. Ich meine nicht, dass sie so jemals gewinnen könnten, einfach da hinten zu campen, aber sie machen es halt trotzdem.
Werf einfach nicht mit der Waffe. Unerhört. Spawn hinten jetzt bei A. In Layer A einnehmen. Da kommt ein. Ja, das mit der Munition bringt schon was, wenn man halt präzise treffen würde. Ich treffe halt nur immer jedes 20. Mal einen präzise. Das Ding mit der Stabilität von Nirvins Gnade wäre nice. Shotgun-Spieler. Hast du dir gedacht? Ah, der müsste sterben, der brennt. So, Schwere kommt. Das war mal super gleich. So. Das ist so lächerlich. Du kannst nichts machen mit diesem Scheiß Super. Das ist. In jeder scheiß Kante bleibt alles hängen. Nur noch zwei Gegner. Echt? Ja, wie kann der nicht tot sein? Zwei sind es jetzt, ja. Ist ja nicht. Eine Teammate im Weg rum. Ja, jetzt sind es wieder mehr. Hinter uns. Such dann an, soll wieder spawnen. Nein, gib mir doch die Sphäre. Oh, da ist noch einer. Ja, nice. Wo spawnen die denn wieder? Ah. Oh. Ja, nicht weg. Eigentlich müssen die aber A spawnen, oder? Ja. Eigentlich tun sie aber nicht. Also, das ist AFK sind sie. Malik. Das ist nicht Mercy geruht, würde es ja Ola auch machen jetzt. Ich habe immer noch Schwere von der vorletzten oder so. Bogengun da bei B, glaube ich. Naja, ist Riesel. Neu. Das war eher MG und Solarhammer Gameplay als Schicksal beziehungsweise keine Zeit für Erklärung. Vielleicht muss ich mal einen Rumble testen, wo man mehr One-on-One-Situationen hat. Hä, was? Ich bin fünfmal gestorben. Von wem denn? Das war ja interessant. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.